Ja, hallo, ich bin Jan Wichers und bin Bogenschütze. Ich habe, glaube ich, vor 25 Jahren angefangen mit dem Bogenschießen, Fita-Bogenschießen, und habe eigentlich nach einem Jahr gemerkt, das ist für mich gar nichts. Immer auf die gleiche Stelle, im Verein, irgendwie war das so ein bisschen nicht das Richtige. Dann habe ich das Bogenschießen wieder so ein bisschen beiseite gelegt und habe dann, glaube ich, in Hamburg einen Laden gefunden, der traditionelle Bögen hatte. Und da habe ich meinen ersten englischen Langbogen gesehen und dachte, wow, das war eigentlich der Grund, warum ich Bogenschießen möchte. Ja, genau so ein bisschen back to the roots und ein bisschen Abenteuer. Ich habe die ganzen Städter gesehen in ihrem Wahnsinn. Und habe gesagt, Mensch, dem muss man ja mal ein bisschen wieder das alte, traditionelle Bogenschießen beibringen. Und so habe ich dann mit Kindern angefangen, Bogenbauen zu starten. Die ersten Rattanbögen haben wir gebaut und so. Und dann kam eins zum anderen. Ja, und es wurde gut angenommen. Und dann mittlerweile ist aus dem Hobby ein wirklichen Betrieb geworden. Ich habe jetzt zwei Angestellte oder zwei Chefs oder wir sind drei Chefs, kann man auch so sagen. Und es macht viel Spaß. Bärpaw ist die erste Firma gewesen, für mich zumindest, ich glaube auch vielleicht weltweit, die wirklich Equipment für den traditionellen Bogenschützen hergestellt hat und hatte. Also das war super entscheidend. Wir haben immer als traditionelle Schützen, als Jagdbogenschützen, als intuitive Schützen, ja auch den richtigen Spine-Wert gesucht und so. Und Bärpaw hatte das. Bärpaw war die ersten, die die Pfeile hatten von 500 bis 1300 das Spine. Boom. Ja, Truthahn befedert und aus die Maus. Ja. Dann gab es gute traditionelle Bögen. Preis-Leistung stimmte, dann kam die Whisper String dazu. Also eigentlich wunderbar. Ich bin Milan Gebhardt von Jäger und Sammler in Berlin. Ich bin Bogensporthändler, Bogenschütze und Bogensporttrainer. Wie bin ich zum Bogenschießen gekommen? Ich glaube, ich schieße jetzt mittlerweile seit 13 Jahren Bogen. Ich habe angefangen im Unisport von der FU Berlin, ganz klassisch als Fita Olympisch Recurve-Schütze. Bogenschießen war schon immer ein Sport, der mich sehr fasziniert hat, schon von Kindheit an. Das spricht zum einen so einen gewissen Urinstinkt, so ein gewisses Grundbedürfnis des Menschen an, finde ich. Einfach Bogenschießen findet ja fast jeder toll. Und ich wollte das auch immer mal ausprobieren. Ich habe mich ganz, ganz stark für Robin Hood immer begeistert und dachte dann irgendwie am Anfang vom Studium, will ich auch mal machen, ist meins. Und dann bin ich in eine Bogensportwelt gekommen, die relativ technisiert war, wo es ganz viel um Stabilisatoren, um Visiere und so weiter ging. Das war spannend, aber ich habe gemerkt, das ist noch nicht so ganz meins. Und dann habe ich relativ früh schon nach ein paar Trainingseinheiten angefangen, mein Visier abzuschrauben. Habe mir dabei auch manchmal ein bisschen längere Diskussionen mit meinem Trainer geliefert und habe dann irgendwann angefangen, einfach ohne Visier, ohne Stabilisatoren zu schießen und angefangen, mich ein bisschen umzuschauen, was gibt es eigentlich für Arten, wie kann man Bogen schießen. Bieten kurze, präzise, aber trotzdem hochwertige Einweisungen, Trainerstunden an, dass Leute wirklich innerhalb von ein, zwei Stunden Bogenschießen lernen können. Also die Grundlagen natürlich. Niemand wird in 2 Stunden perfekter Schütze. Aber man kann in einer Stunde verstehen, worum geht es eigentlich? Was ist wichtig, wenn ich Bogensport lernen will? Und das ist genau das, was wir abholen wollen. Wir wollen einfach den Leuten zeigen, Bogensport ist eine super faszinierende Sportart, die ganz viele Facetten hat, die ganz, ganz tief in der menschlichen Kultur drin ist und für die auch jeder so eine Art Grundinteresse hat. Ich begegne eigentlich kaum Leuten, die sagen, Bogenschießen, Bogensport interessiert sie nicht, sondern fast jeder hat sich als Kind mal einen Bogen geschnitzt.
Und wir wollen den Leuten einfach eine Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Dass die mal schauen können, wie ist das?